Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich noch in Schweden. Ich kam gestern auf eine mega lustige Idee. Also, ich habe euch nach euren guten oder schlechten Jungserfahrungen gefragt. Ich habe ein paar rausgesucht und ich werde euch die jetzt vorlesen und ich werde meinen Senf dazu geben. Heißt meine unpopular opinion. Ja, ich finde es lustig. Viel Spaß. Okay, das erste ist mehr eine Meinung als eine Story, aber einer hat geschrieben, ich finde es so ein Upturn, wenn Jungs einen fragen, ob sie einen küssen dürfen. Ja, ich verstehe, was du meinst, weil dann ist es so, darf ich dich küssen? Oder, also, weiß ich nicht. Es ist cringe in dem Moment, es ist unangenehm, aber ich glaube, es ist vorbildlich, wenn Jungs es das machen, weil es macht vielleicht die Situation kaputt, aber es kann ja auch sein, dass der eine was anderes reininterpretiert als der andere und der eine will gar nicht geküsst werden und dann ist das schon angemessen, weil sonst ist es echt ein bisschen übergriffig, deswegen es ist unangenehm, aber man sollte es tun. Das nächste ist echt ein bisschen traurig. Einer hat geschrieben, im November in einen Mackis-Verkäufer verguckt und seitdem nie wieder gesehen. Ich fühle das so, also ich weiß nicht warum, aber in den weirdesten Situationen sehe ich irgendwen und jetzt gerade mit Maske sehen irgendwie alle Leute viel besser aus und ich sehe irgendwen und ich denke so, das ist mein nächster Boyfriend und dann aber sieht man ihn ja nie wieder und man sieht irgendwie so Leute, ich weiß noch, ich habe mal jemanden im Flugzeug gesehen, den ich dann so toll fand, also auf diesem Flug. Also man denkt dann immer, es wird wie in so einem Film, aber es ist halt einfach mega dumm. Ich fühle sehr mit dir. Die nächste Story ist, der Flop. Er ist einfach weggezogen, ohne mir was zu sagen. Und das ist hart, weil ich finde, das ist so richtig vom Kopf stoßen. So, man fühlt sich, oder man hat das Gefühl, man hat eine besondere Bindung zu jemandem. Und dann zieht er einfach weg und sagt nicht mal, dass er wegzieht. Ich würde ausrasten. Und ich glaube, ich würde so auf mich produzieren. Ich würde so wütend, also was heißt wütend sein, ich würde mir denken so, was ist falsch bei dir? Also, wer hat dich eigentlich falsch gefickt? Also, nee. Ich wäre richtig sauer. Ich finde das auch, geht gar nicht. Das nächste ist süß. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. In manchen Situationen hat man das Gefühl so, okay, ich brauch niemanden, um glücklich zu werden. Aber so jemand, der da ist und einfach so da ist und sich kümmert und so dieses, wie heißt das, unconditional love, also ihr wisst, was ich meine. Bedingungslose Liebe, hat eine geschrieben, hatte einen schlechten Tag und er stand vor unserem Haus, um Gute Nacht zu sagen. Das ist halt wie so ein Film. Das ist halt schon süß, auch wenn ich eigentlich gesagt habe, ich will keinen Freund, aber so jemand, der dann einfach vor der Tür steht, ich will so gerne mal, dass jemand vor meiner Tür steht einfach. Dann weiß ich, ich werde geliebt. Nein, ich finde sowas mega süß. Aber ich hätte voll Angst, wenn ich bei jemandem vor der Tür stehen würde, hätte ich voll Angst, keine Ahnung, heult oder sonst was und dann steht man vor der Tür und der andere hat gar keinen Bock, einen zu sehen. Da hätte ich voll Angst vor, aber es ist sehr süß. Ich hätte es auch gerne. Alles lief super, bis er nach Nudes gefragt hat. War sehr enttäuscht. Ich kann es so nachvollziehen, weil ich finde so, Nudes, so, yo, wenn du Interesse hast, dann hol, also was heißt dann hol es dir, aber dann, also dann frag nicht nach Nudes, weil Nudes ist so, yo, du bist gut genug für Bilder, aber nicht mehr. Und das ist weird und ich finde es generell weird, wenn Jungs nach Nudes fragen. Also wenn das irgendwelche Jungs gucken sollten, fragt niemals nach Nudes. Das ist so schlimm, niemals nach Nudes fragen. Das sollte eure Mama euch beibringen. Ich habe meine beste Freundin wegen ihm verloren und er hat mich 2 Tage später für sie verlassen. Das ist heavy, das ist richtig heavy. Ich finde generell, was ich mir auch manchmal, muss ich mir das wieder in den Kopf rufen, nichts geht über Freundschaften, nichts, gar nichts. Kein Junge geht über eine Freundschaft von 2 Mädchen. Ich finde, das ist das Erste, was man sich eigentlich merken muss. Und dass er dann noch einen verlässt für die Freundschaft, also ich, das ist halt so, ich habe dafür keine Worte. Nee, ich finde sowas ganz schlimm und man fühlt sich dann so, wie heißt das, so erbärmlich. Ganz kurz zu meinem Tee.
Ich habe auch schon viele Jungs-Stories. Also ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ja, es ist schon viel Wildes passiert. Ich glaube, ich bin auch keine einfache Person für Beziehungen oder andere Arten, weil ich sehr, ich weiß nicht, ich lasse viel zu und merke dann später, ich möchte eigentlich nur Liebe und lasse aber, also ja, meine Story nur kurz angeschnitten, weil da auch viele drüber gesprochen haben. Er hatte eigentlich jemand anders und wir beide wussten voneinander nichts. Ja, sehr wilde Story, aber mehr sage ich dazu auch nicht. Manchmal bin ich gut genug, manchmal nicht. Er liebt nur manchmal, aber ich liebe ihn immer. Man kann, also offensichtlich ist es nicht der Richtige, das ist ja schon mal klar, aber es ist so verletzend. Was man, glaube ich, sich immer wieder in den Kopf rufen muss, ist, dass man selber nicht das Problem ist, sondern der Partner, der einem das Problem sozusagen gibt, der ist eigentlich das Problem, weil man natürlich, vielleicht hat man auch eine Teilschuld. Wenn man an sich selber immer den Fehler sucht, dann geht man irgendwann daran komplett kaputt. Deswegen glaube ich, ist es total wichtig, den beschissenen Typen die Schuld zu geben, weil dann nur so wird man irgendwie wieder halbwegs happy und kommt aus der Sache raus, ohne einen kompletten Schaden davon zu tragen. Okay, er mochte mich, hat dann meine Freundin gefragt, ob er meine Nummer haben kann. Dann war ich interessiert, er dann nicht mehr. Haha. Das ist ein scheiß Gefühl, wenn man sich so denkt, hä, was ist jetzt passiert? Was ist anders jetzt auf einmal? Ich hatte es immer andersrum. Ich erzähle voll viel von mir, aber ich glaube, das interessiert auch Leute. Also, ich kann ihn irgendwie nachvollziehen, weil ich bin auch so, wenn jemand Interesse an mir hat, dann habe ich kein Interesse mehr an der Person. Wenn jemand nicht Interesse an mir hat, dann will ich diese Person um alles an. Wenn sie kein Interesse hat, wenn sie Interesse hat, dann bin ich so, geh weg, ich mag dich nicht. Ich interessiere mich nicht für dich. Im Nachhinein denke ich mir so, oh, ich hätte die Person eigentlich doch echt gerne gehabt. Und dann ist sie halt weg. Ist halt immer blöd. Lustigste Antwort überhaupt. Ich kenne die Person. No boy wants me. Story of my life. Maybe because they fear my beautiness. Ja, wir sind alle so schön, dass die Jungs einfach total Angst vor uns haben. Nein, aber ich glaube, das ist wirklich so. Ich glaube, wenn Mädchen hübsch sind, dann haben Jungs generell oder auch Mädchen mehr Respekt vor ihnen. Also was heißt Respekt? Aber dann ist es immer so. Ich glaube, zu hübsche Mädchen kriegen wenig Typen. Oder auch sehr hübsche Jungs haben es schwerer, einen Partner zu finden. Habe ich mal irgendwo gelesen. Weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Er ist jünger und habe deswegen Angst, mit ihm eine Beziehung einzugehen. Ich war selber mal in der Situation und ich habe mich nicht getraut. Ich finde, es ist eigentlich total unfair. Mädchen sind meistens jünger als die Jungs. Und andersrum sollte es doch genauso akzeptiert sein, aber aus irgendeinem Grund, es gibt irgendeinen geheimen, nicht ausgesprochenen Kodex, dass Mädchen nicht älter sein dürfen als Jungs. Und das macht keinen Sinn. Aber irgendwie gibt es das. Und das ist schwierig. Ich würde einfach sagen, mach dich unabhängig vom Alter, mach dich unabhängig von anderen Leuten, weil Leute reden da vielleicht eine Woche drüber und dann ist es ihnen auch wieder egal. Und ja, wenn es passt, dann passt's. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Aber dann sollte es nicht am Alter liegen, sondern einfach an dem Zwischenmenschlichen an sich. Hab ihn in Kroatien kennengelernt, aber es ist absolut schwer mit der Entfernung. Also ich hatte selber noch keine Fernbeziehung. Ich kenne Leute, die hatten Fernbeziehungen, da hat es sehr gut funktioniert. Ich glaube, das kommt auf die Bereitschaft beider Personen drauf an. Weil ich glaube, das kann funktionieren, wenn man sich dann doch schon regelmäßiger sieht. Heißt, wenn man sich irgendwie einmal im Jahr sieht, dann ist es schwierig, weil ich finde generell Beziehungen, die nur online verlaufen, weil es irgendwie nicht anders geht oder so, du kommunizierst halt total anders. Also man kann dann viel mehr in Nachrichten rein interpretieren, als wenn man die Person einfach sieht und mit ihr spricht. Deswegen können Fernbeziehungen, glaube ich, echt schwierig sein, aber ich glaube, wenn das Vertrauen von beiden Seiten da ist und die Bereitschaft, auch für die Beziehung was zu opfern und vielleicht auch, ja, einfach dem anderen das Gefühl zu geben, okay, ich habe nichts mit anderen Leuten und ich betrüge dich nicht, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall möglich. Aber ich verstehe, dass es schwierig ist, weil man natürlich auch, vielleicht wenn man jetzt nicht weiß, derjenige ist in einem halben Jahr wieder bei mir sozusagen und ist, wohnt wieder in der Nähe, dann hat man ja auch nicht wirklich ein Ende in Sicht und das ist, glaube ich, schwierig. Deswegen, ich glaube, es ist total wichtig, nicht nach jemandem zu suchen.
ich selber versuche auch, habe irgendwie immer das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie suchen, wo gibt es wen so. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, wenn man nicht sucht, dann kommt irgendwer. Und wir sind alle noch jung, ich bin auch noch jung, deswegen es ist noch viel Zeit für Erfahrungen. Und man braucht auch keinen Freund. So, es gibt genug anderes. Ich wüsste gar nicht, wo ich mit einem Freund hin will. Also, was ich mit einem Freund gerade will. Weil ich habe Schule, ich habe meine Freunde, die will ich auch sehen. Und ich habe keinen Bock, mein Wochenende mit irgendeinem Typen zu verbringen, der vielleicht gar nicht mit meinen Freunden befreundet ist. Also, das nimmt ja alles Zeit. Deswegen. Und außerdem glaube ich, dass man sich erst selber lieben muss, bevor man jemand anders lieben kann. Deswegen muss man auch den richtigen Zeitpunkt abwarten, dass so eine Beziehung, glaube ich, auch richtig funktionieren kann. Ich kenne sehr viele schöne Beziehungen, die auch schon sehr lang sind. Das ist sehr süß. Das macht mich immer sehr neidisch. Aber da hat es vielleicht einfach schon gepasst. Und bei manchen passt es halt einfach noch nicht. Deswegen macht euch da nicht so einen Druck. Alles kommt, wie es kommen soll. Und wenn es nicht so kommt, dann kommt es irgendwann. Macht das Sinn? Nee, aber ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich fand es sehr lustig. Ich finde es mal ein bisschen was anderes. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr sowas findet. Abonniert mich gerne, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Falls ihr euch das antun wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Wenn nicht, ist auch egal. Also nicht egal, aber ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!